haben uns als Porsche AG sehr ambitionierte Ziele für unsere Nachhaltigkeit angenommen. Die erneuerbaren Kraftstoffe, unsere ganzen Initiativen rund um synthetischen Kraftstoff, E-Fuels genannt, probieren wir aus im Motorsport. Ja, das ist bei Porsche sowieso immer so Politik gewesen, dass man Dinge erst im Motorsport, im harten Motorsport probiert, testet. Und wenn es dort gut ist, ist natürlich jedem einleuchtend, dass es im normalen Auto hundertprozentig sicher funktioniert. Für mich ist eine wunderbare Sache, diese Technologie jetzt hier auch beim GB Ice Race, bei unserem Porsche Winter Event zu sehen. Wir haben die Zielsetzung, bis 2030 bilanziell CO2-neutral zu sein. Und das ist ein richtig steiniger Weg und da brauchen wir jede Technologie. Porsche macht mit vielen Partnern, mit ExxonMobil, mit Ame, mit Siemens Energy dieses Projekt. Mit regenerativer Energie spalten wir Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und aus der Luft machen wir über Direct Air Capturing das CO2, haben dann Methanol, flüssiges Methanol, was transportfähig ist. Und dann können wir es an die Locations der Welt bringen und dort raffinerieren und einsetzen. Und für Porsche ist ja ein ganz wichtiges Element in unserer Drei-Säulen-Strategie in der Zukunft, auch nachhaltig Sportwagen zu betreiben. Für mich als großen Oldtimer-Fan, ich möchte natürlich ganz gerne meine alten Autos noch bewegen und noch dazu vielleicht kein schlechtes Gewissen haben. Das wäre natürlich eine Traumlösung. Das hat ja unser Firmengründer auch uns schon in die Bücher geschrieben, dass man Autos nicht für ein paar Jahre entwickelt, sondern eigentlich für die Ewigkeiten. Und von daher finde ich das ein ganz wunderbares Element, dass wir hier Pionier sind und die Technologie vorantreiben. Dass wir das hier beweisen dürfen oder auch in unseren Markencups, finde ich eine wunderbare Sache. Motorsport war schon immer für uns ein Versuchsfeld für unterschiedlichste Technologien. Und wir nutzen das ganz konsequent, aber auch in der Tradition, auch für das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe mit unseren Fachleuten gesprochen, da sagt sie, keine Bedenken. Und das Tolle ist halt auch, es ist eine Infrastruktur. Es ist alles da und das wäre natürlich toll, wenn man diese vorhandene Infrastruktur auch verwenden kann. Wir könnten die Technologie und werden sie auch nutzen für unsere Lieferkette. Für zum Beispiel Schiffe, die anzutreiben oder auch für Kerosin. Ist ja nicht nur was für Fahrzeuge. Und ich finde, weil das so breit gefächert einen Nutzen haben könnte, muss man es vorantreiben. Deshalb ist diese Technologie kurzfristig einsetzbar, nicht 100%, dass sie alles CO2 minimiert, aber weitgehend und schnell. Und das ist das Wichtige.